ankert, Freunde. Ich melde mich heute Abend vom Sofa unseres Apartments, in dem wir hier diese Woche in Berlin wohnen. Wir haben es uns dieses Jahr nämlich etwas gemütlicher gemacht als die letzten Jahre. Hat auch damit zu tun, dass wir einfach viel mehr Arbeit haben und dieser Raum für uns beide da einfach besser ist. Das Sofa ist ein gutes Stichwort für einen der Filme des heutigen Tages, beziehungsweise auch schon des gestrigen Tages, nämlich Der Knochenmann. Die Sofa-Surfers haben ja die Musik für alle drei Wolf-Haas-Verfilmungen bisher geliefert und so auch für den Knochenmann. Und heute war ja der Tag der Interviews. Wir haben heute drei Interviews gemacht. Das erste war mit dem Josef Hader und dem Wolfgang Murnberger zum Knochenmann. Dann habe ich ein Interview gemacht mit dem Wolf, nicht Wolfgang, sondern Helmut Köpping. Der Helmut Köpping ist der Hauptdarsteller vom Vaterspiel. Und ich habe heute erfahren, dass für morgen noch ein zusätzliches Interview möglich ist, nämlich mit der Franziska Weiß, die ja auch im Vaterspiel genauso wie in Distanz mitgespielt hat. Gestern Abend war die große Gala-Premiere vom Vaterspiel im Zoopalast und davon seht ihr jetzt dann noch ein Video, weil die Hauptdarstellerin hat nämlich einen Brief vorgelesen vom Regisseur Michael Klawocker, der leider nicht hier sein kann. Und das hat sie sehr, sehr humorvoll rübergebracht. Das seht ihr jetzt dann gleich im Anschluss. In diesem Sinn wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend und wir hören uns und sehen uns dann morgen wieder. Servus. Sehr geehrte Damen und Herren, eigentlich sollte ich als Regisseur und Drehbuchautor des Films, den Sie gleich sehen werden, hier vor Ihnen stehen. He's just saying that he's not here, but he should be here, but he's not. Ich sollte Sie vorher persönlich begrüßen, mich nachher an Ihrem Applaus freuen oder mit Ihren Missfallenskundgebungen auseinandersetzen können. Ich sollte mich in Berlin amüsieren und verkühlen können, andere Filme sehen und jedenfalls den eigenen Film mit vollem Einsatz vertreten können. Well, he still says that he's not here, but he should be. Dass das nicht so ist, liegt nur an einer Sache. He's now saying why he's not here. Der einzigen Sache, die jenseits von Kinderkriegen oder Operationen am offenen Herzen vorgeht, auch wenn Berlin ruft. Und das ist der nächste Film. Okay. He's saying that there's only one thing why... Well, only one good reason why he's not here, a part of giving birth or an operation, surgery at open heart, is his next movie. Wenn Sie nun denken, für ein, zwei Tage kann man doch immer kommen, haben Sie einerseits recht. Andererseits, ich drehe einen Dokumentarfilm über Prostitution und ich drehe in Bangladesch. He's shooting in Bangladesch a movie about prostitution. Dort ist es besonders schwierig, eine offizielle Genehmigung zu diesem Thema zu bekommen und es zustande zu bringen, dass das Team überhaupt einreisen darf. Also, it's very difficult to shoot there in Bangladesch about a film about this team. Yeah? So. Wir haben es gerade eben zustande gebracht und jede Verzögerung, die diesen Dreh jetzt gefährden oder in Frage stellen könnte, wäre fatal für das Projekt. Okay, he cannot shoot. Da mich schon eine kleine Geschichte mit der Berlinale verbindet, wäre ich nämlich besonders gerne gekommen, aber diesmal war es einfach nicht möglich. He would have loved to be here at the Berlinale, but he's not here. So, the rest, I'll read the rest after the film, okay? Have fun and...